Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Es Assassin's ist viel Creed. kühler ohne die Sonne. So, weiter geht's mit der Quest Penelopes Totentuch. Finde und beschaffe Penelopes Totentuch. Die Diebe sind noch in der Nähe von Kefalonia. Sie sind im Süden der Insel Ithaca. Sie haben dieses Palast besetzt. Dann schauen wir doch mal. Die Insel Ithaca ist hier und im Süden. Das müsste hier irgendwo sein. Dann schauen wir doch mal, ob wir darüber schippern können. Hier wie ein Schiff. Schauen wir doch gleich mal, ob wir hier was machen können mit dem Schiff. Geh weg. Sieh keiner mehr, der mich hier aufhalten kann. So, ich mache das Bildmarkgerät an. Ich denke mal, das Schiffsdock, dass er hier irgendwie. Ich sehe, hier ist irgendwo ein kleines Schiff, mit dem wir rüber schippern können. Da drüben das, hä? Schauen wir doch mal hin. Und dann fahren wir mal zu der Insel rüber. So, da ist auch das kleine Schiff und dann fahren wir genau dort rüber. So. Kommen wir hier rauf? Okay, kommen wir so, kommen wir nicht rauf. Kommando übernehmen. Unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Okay. Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Das ist ein Speedboat, was ist denn hier los? Okay. Und wir haben einen Icarus. Okay, da ist der Palast. Dann gehen wir ein bisschen weiter hoch. Das legendäre Tuch. Da ist eine Quest. Elpenor sagte die Wahrheit. Okay, sind alle Stufe 6, das ist alles natürlich mein Level. Das ist ein Schatz, okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier was reißen können. Ich habe übrigens noch mal eine Fähigkeit geskillt. Zeige ich euch gleich mal. Boah, das ist ein Haufen Soldaten, ey. Heftig. Ja, komm mal her, sieh mal nach. Hey, hol mich hier raus. Will mich jemand verschaukeln oder was? Renne ich auch noch, ich krieg durch. Verdammt, das gute Leder! Ah! Götter, das brennt! Eine Leiche? Sehr nah. Danke! Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich.
wird die Ratte büßen, Malaka. Das sehe ich mir. Eine Leiche? Sieht übel aus. Hm? Was? Ich habe da was gesehen. Es scheint alles in Ordnung. Was will denn die da? Ist die blöd? Das ist eine neue Quest jetzt, oder was? Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ich bringe dich zum Palast. Aber ist schon jetzt, oder? Und dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Cassandra. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. Das ist er? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa. Nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Ich hab noch was anderes zu tun, Mädchen. Die hier, Knete. Das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Es brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Ja, war das. Du siehst niedlich aus. So, als könnte sich dir nichts in den Weg stellen. Ich schätze es überhaupt nicht, wenn man mich niedlich nennt. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die zu dir passen würden. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wär's mit wunderschön? Das passt sogar noch besser. Die anderen verrate ich dir später. Ich hoffe, später kommt bald. Also, was denkst du? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt. Es gibt so viel, wonach ich mich sehne. Um Odysseus Größe zu erreichen, wo soll ich da anfangen?
Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus Leben, nicht um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Okay, passt. So, können wir jetzt hier mal weitermachen? Bitte. So. Ich brauche Osterrunden-Rätsel, antike Tafel und Schatz plündern. Deswegen erstmal die ganzen Typen hier ausschalten. Dass ich hier mal in Ruhe arbeiten kann. Hier noch einen Schatz zu sein, habe ich vorher gar nicht gesehen. Scheint jetzt nur noch die zwei hier zu sein. Okay, da ist die Steintafel. Dann gehen wir schon mal in die Richtung. Fleisch und Blut. Oder den Stoff. Okay, dann hätten wir das Tuch auch. Jetzt schauen wir mal mit der Tafel, genau. So, dann brauchen wir noch einen Schatz und ein Ostrakon-Rätsel. Schauen wir mal, ob wir das hier noch finden. Okay.
der Schatz. Den holen wir uns auch gleich. So, und das Ostrakon-Rätsel war hier oben. Einer geschlachteten Ziege in Ithaka, okay. Wir merken. So. Müssen wir doch eigentlich Quests. Kehre zu Elpenia zurück. Wo ist der? Der ist wahrscheinlich drüben auf der anderen Seite. Okay, da könnten wir doch eigentlich... Bauen wir eine Schnellreise? Warum kann ich da nicht hinreisen? Hä? Weil ich hier in einem komischen Gebiet bin, oder was? Okay. Das ist schon unser Boot. Wie viele Drachmen haben wir eigentlich schon? 2467. Schatz plündern. Schiffswrack. Komm, das machen wir gleich mal. Aber das ist auch schon abgeschlossen. Ah, ist richtig geil, das Game gefällt mir richtig gut bis jetzt. Echt Spaß. Oh, Ruhepuff.
Cassandra? Mit guten Neuigkeiten? Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Boah. Ich bin keine Mörderin. Es gibt immer ein erstes Mal. Also, was sagst du? Ich kann ja eh was machen. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Ich habe so ein Scheißboot halt. Natürlich. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Okay. Der große Bruch. Sprich mit dem Schiffsbauer. Wir haben jetzt aber... Entschuldigung, wir haben jetzt eine Kopfbedeckung bekommen. Schauen wir uns doch gleich mal an. Sehr schön. Ja, das sieht doch schon geil aus. Was können wir hier noch machen? Stufe 7 haben wir leider noch nicht. Wir sind kurz davor. Stufe 6, ja, können wir leider auch noch nichts machen. Ah doch. Nee, ist was anderes. Hier, was haben wir hier? Stufe 7. Aber ich glaube, wir haben einen anderen Bogen bekommen. Ein 6er Bogen. Der ist aber genauso. Okay. Tödliche Anziehung. Okay. Ich wollte jetzt aber noch nicht irgendwie wegschippern. Ich brauche ein Schiff. Ich suche den Schiffsbauer auf. Ein Schiffsbauer können wir schon mal aussuchen. Ich hoffe, dass er uns nochmal fragt, ob wir wegschippern wollen. Ich will eigentlich erst die Insel Itakis da drüben fertig machen. Aber wir reden mal mit dem. Der fragt uns bestimmt, ob wir wegsegeln wollen oder halt nicht. Reden. Ein schönes Schiff, Telemenes. Cassandra! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalenia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalenia. Hier finde ich immer jemanden, der eine Pechsträhne hat und fast umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Das sind nur Gerüchte. Glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du?
Dann sollte ich der Kleptosbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Kleptosbucht, vielleicht können wir einen snacken. Umsonst. Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Zwei Fliegen, ein Schlag. Kümmere dich um den Zyklopen, um mein Schiff zu bekommen. Der Zyklop ist nach Kefalen zurückgekehrt. Gerüchten zufolge hat er im Zentrum der Pronoi-Halbinsel angelegt. Du findest ihn in der Kleptosbucht. Okay, Kleptosbucht. Was für eine Kleptosbucht? Kleptosbucht. Von Neuinseln? Ja, im Zentrum angelegt. Du findest ihn in der Kleptosbucht. Kleptosbucht hier. Der muss hier irgendwo sein. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Ich würde sagen, wir gehen aber erst nochmal hier rüber. Und machen die Insel fertig. Und dann gehen wir zu der Kleptosbucht. Weil ich habe nämlich Angst, dass ich die Insel dann vielleicht nicht mehr machen kann. Das wäre natürlich suboptimal. Groß ist die Insel ja nicht. Also müssten wir sie eigentlich gleich haben. Hoffe ich zumindest. Und dann können wir ja mit dem Boot, wenn es wirklich wäre, dann gleich darüber fahren. So, jetzt gehen wir mal darüber. Sind noch fertig hier? Ich mache mich unsichtbar. Na, nimm das doch. Schatzplan, der wird drin sein. Ja, dort ist er schon. So, da haben wir auch schön Schuhe bekommen. Ah, bloß wieder 6er. Okay, hier haben wir 7er. Ein 7er Bogen. Ah, wir haben noch ein Schwert bekommen, glaube ich, oder? Speer, okay. Nimm den mit. Sieht ja komisch aus.
Okay, dann haben wir das erledigt. Da gab es irgendeinen Ort auf der Insel, wo so eine komische Ziege geopfert worden ist. Und der kann ich irgendwas mitnehmen. Müssen wir mal schauen. Ich will, wenn es hier mal wieder hell wird, würde mich auch mal interessieren. Muss ich die Dinge nochmal schnell durchlesen. Du findest, dort findest, reiß mal, nimm den Weg nach Norden. Dort findest du einen Ziegenhof in Ithaka, wo ihr einst Athena traf. Sie gab ihm eine Verkleidung, um seine Frau zurückzugewinnen, um ihre Freier zu töten. Deine Belohnung findest du auf einer geschlachteten Ziege. Okay, im Norden. Also heißt es ziemlich weit oben. Ist schon die Richtung hier. Auf einem Ziegenhof. Hier, das sieht aus wie ein Ziegenhof. Schauen wir mal, da wird es mir eh anzeigen. Ziegenhof oder sowas. Ziegenhof, okay, auf einer geschlachteten Ziege. Einer geschlachteten Ziege. Da ist eine geschlachtete Ziege. Ustraka-Rätsel gelöst. Was kriege ich jetzt hier? Ja, jetzt ist es gelöst und jetzt? Okay, gar nichts. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ah!
Den oder der Schatz oder was? Schon alles erledigt? Okay. Okay, das wär's eigentlich, glaube ich, oder? Hier. Bei dem Ostrakon-Rätsel? Keine Ahnung. Ich hab's endlich gelöst, aber was habe ich da für eine Belohnung bekommen? Habe ich da vielleicht Fähigkeitspunkte bekommen? Ein Fähigkeitspunkt. Komisch, komisch. Hier ist ein Schiff. Könnt ihr mir aber gleich mal nehmen. Und dann fahren wir einmal hier komplett rum. Zu der Bucht hier. Ach komm, was machen wir eigentlich? Schnellreise und gut ist. Wir brauchen nicht weit rennen. Zyklon. Den nehme ich mir vor. Da haben wir schon mal an der richtigen Stelle. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an, wie es denn hier weitergeht. Ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Ja. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall den Zyklop an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.